Du interessierst dich für eine Versorgung mit Zahnimplantaten? Du stellst dir die Frage, gehen Implantate bei mir? Werden Zahnimplantate bei mir funktionieren? Dann bleib dran bei dieser neuen Folge von Der Zahnfilm. Was sind Voraussetzungen für Zahnimplantate? Wann können Zahnimplantate als Grundlage für Zahnersatz eingesetzt werden? Wann werden diese funktionieren? Und was sind Voraussetzungen patientenseitig und auch praxisseitig, damit man eine solche Versorgung anstreben kann und sollte? Diese Fragen wollen wir heute hier gemeinsam klären. Und ja, ich habe das Ganze mal so gegliedert, dass wir erstmal anfangen mit der Grundlage. Wann sind Implantate, Zahnimplantate überhaupt interessant? Ganz klare Aussage, es macht nur sehr natürlich Sinn, wenn einer oder mehrere Zähne verloren gegangen sind. Das ist die grundlegende Voraussetzung, um über Zahnimplantate zu sprechen. Denn ich sage das so bewusst hier, weil wir öfter in der Kommunikation bei Neupatienten auch feststellen, dass diese noch Wurzeln drin haben in ihrem Kiefer und auch davon ausgehen, dass wir dort sogenannte Stifte setzen können, um dann dort Kronen zu machen. Das differenziert sich natürlich schon von Zahnimplantaten, weil dann hat man noch die natürliche Zahnwurzel. Und wenn die noch zu erhalten ist, vielleicht auch sogar mit einem Stift, ist es ein Stiftzahn, den man dann überkront. Wenn die Wurzel eben raus muss oder schon raus ist, hat man eine Grundlage für Zahnimplantate nach Zahnverlust. So, diese Frage haben wir also schon mal geklärt. Und jetzt kommen wir zu lokalen und zu systemischen Voraussetzungen, patientenseitig sozusagen, also für den Patienten. Und danach wollen wir noch mal auf praxisseitige Voraussetzungen eingehen, um Implantate zu setzen und auch um Implantatzahnersatz zu machen. Starten wir mal mit den lokalen Voraussetzungen im Mund, im Kiefer des Patienten. Also wenn ein Zahn verloren gegangen ist oder mehrere, stellt sich die Frage, gehen Implantate, ja oder nein? Implantate sind zumeist machbar zu inserieren. Voraussetzung ist, dass man noch genügend Platzangebot hat für eine spätere Krone. Das bedeutet, wir können natürlich hier auf dieses Niveau den Knochen setzen, auf Knochenniveau das Implantat setzen, das heilt dann ein. Nur später soll aus diesem Knochenniveau, aus dem Implantat eine Krone herauswachsen. Und das bedeutet, dass wir noch genügend Platz brauchen, mindestens so 3, 4 mm in Höhe, um eine richtige, haltbare, schön gestaltete Keramikkrone zu inserieren. Wenn dieser Platz nicht da ist, ist zu überlegen, was man tut. Genauso die Grundvoraussetzung, ist noch Knochen da. Es sollte schon noch etwas Knochen da sein. Wenn man ganz wenig oder Riesenknochendefekte hat, dann hat man sich vorab darum zu kümmern und wir gehen in einem anderen Video darauf ein, was bei Knochenaufbaumaßnahmen möglich ist. Die andere Sache ist, wie ist die Knochenqualität? Es ist ein Unterschied, ob jemand schon zum Beispiel nach einer Tumorerkrankung eine Bestrahlung des Kieferknochens hatte oder ganz starke Mittel einnimmt, die die Knochenqualität beeinflussen. Das Beste wiederum, auch um jetzt herauszufinden, wie die Knochenqualität wirklich lokal ist, ist, wenn derjenige, der später implantieren wird, auch den Zahn entfernt. Das macht sich immer gut, auch vom Vertrauen her, und man kann dann in der Regel auch einen besseren Behandlungsplan schreiben, weil man einfach den Knochendefekt vorher kennt und standardmäßig auch nicht immer auf ein 3D-Bild zurückgegriffen werden sollte. Und was ist ein weiterer Aspekt patientenseitig? Der Patientenwunsch ist einer der wichtigsten Aspekte. Wenn du als Patient sagst, ich möchte in meine Mundgesundheit investieren, dann macht es Sinn, auch sich zu Implantaten beraten zu lassen. Dann macht es Sinn, sich mehr Informationen einzuholen, sich ein Angebot machen zu lassen. Wichtig ist, dass du dir bewusst machst, dass es ein invasiver, ein operativer Eingriff ist
und dass dieser schon sehr hochwertig ist, dass es schon sehr sicher auch funktioniert. Und wenn du dabei ein gutes Gefühl hast, dann geh in diese Richtung. Weitere lokale Voraussetzung, um Implantate zu machen, ist Entzündungsfreiheit im Mund. Man sollte sehr wichtig unbedingt darauf achten, dass die Parodontitis, die Parodontose sehr gut behandelt ist, dass das im Idealfall alles stabil ist, also die Zahnfleischtaschen nur ganz gering ausfallen, du regelmäßig zur Prophylaxe gehst. Im Idealfall findet auch vor der Implantation nochmal eine Zahnreinigung, Implantatreinigung der vorhandenen Zähne und Implantate statt. Und noch wichtiger als allgemein jetzt im Mund ist auch die Frage oder ist der Punkt, dass die Nachbarzähne wirklich vital sein sollten und die Wurzelspitzen absolut entzündungsfrei. Na, da gibt es auch wirklich Studien, die zeigen, dass diese Wurzelspitzen, die im Nachbarbereich zu dem perspektivischen Implantat liegen und die Entzündungsfreiheit an diesen Nachbarzähnen eine gravierende Rolle darin spielen, ob das Implantat nachfolgend erfolgreich einheilt. Weiterer lokaler Befund, lokaler Aspekt für den Patienten ist gute Mundhygiene. Diese sollte etabliert werden, vielleicht durch ein Vorbehandlungskonzept, vielleicht durch Motivation oder durch eine gute Anleitung zur Mundhygiene, auch mit speziellen Hilfsmitteln, sehr wichtig. Kommen wir mal zu den systemischen allgemeinen Voraussetzungen. Hier haben wir natürlich die allgemeine Gesundheit, die im Regelfall durch den Allgemeinmediziner gut behandelt wird. Wir wissen allerdings, dass es durchaus etliche Patienten gibt, die öfter zum Zahnarzt gehen und fast nie zum Allgemeinmediziner. Auch was Prophylaxemaßnahmen angeht, hinsichtlich Diabetesprophylaxe und so weiter. Wir haben uns auf unsere Fahnen geschrieben, dies auch weiter zusätzlich abzuklopfen, indem wir Diabetes-Schnelltests machen können, indem wir Vitamin-D-Schnelltests machen können, und so herausfinden, ob die Knochenqualität in Ordnung sein kann und das Einheilpotenzial für dein Implantat gut ist. Trotzdem ist es so, dass wir in jedem Fall jedem Patienten raten, einen Hausarzt zu haben und den zumindest regelmäßig aufzusuchen. Wir können auch weitergehende Anamnese in dem Bereich machen und werden das auch tun. Speziell bei größeren Implantatfällen kümmern wir uns auch um die Kalziumanamnese, was einen wesentlichen Aspekt auf deine Knochenqualität hat und auch um das Multivitamin-Level. Das sind allerdings dann schon wirkliche Einstiege in sehr spezielle Bereiche, die wirklich wichtig sind, dass du allgemein gesund bist. Und dann passen Implantate auch zu dir und dann werden die dir auch den Erfolg bringen, die du und auch wir uns davon versprechen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist hierbei die Einstellung von Blutverdünnern. Auch hier ist es wichtig, dass Patienten das wirklich schätzen, dass bei Erkrankungen, die abgelaufen sind, diese Blutverdünner den Patienten vor weiteren Erkrankungen schützen. Und nur wenn wir zusammenarbeiten und da richtig gute Ergebnisse haben, also auch Patienten, die eben compliant sind, wie wir sagen, also dem folgen, was Ärzte angeraten haben, die Tabletten regelmäßig nehmen, die Tabletten dann absetzen, wenn der Zahnarzt und Arzt es sagt, oder eben substituieren bei Marcumar oder Phalidrom auf Heparinspritzen, dann kann das Ganze funktionieren. Das ist eine absolute Voraussetzung. Aber auch schon für Zahnextraktion natürlich, mit Sicherheit. So, praxisseitige Voraussetzungen. Hier haben wir natürlich ein Implantatmanagement, das auf einem guten Niveau sein sollte. Also im Regelfall ist es so, dass eine Implantologiepraxis oder Oralchirurgiepraxis mit ein paar Implantatsystemen arbeitet. So ist es auch bei uns. Von diesen Implantaten sollte immer genügend Material auf Lager sein und vor allen Dingen eben auch so, dass bei den auserwählten Implantaten, es ist ja vorab durch die Vordiagnostik klar, welches Implantat gesetzt wird. Bei uns ist es so, dass wir uns immer noch mal für den ungünstigen und relativ unwahrscheinlichen Fall 1 bis 3 Ersatzimplantate mit verschiedenen anderen Durchmessern oder Längen bereitlegen, um lokal entscheiden zu können und auch live bei der OP
falls wir umsteigen wollen, wenn wir das Implantat etwas tiefer setzen müssen, wenn die Knochenqualität einfach doch zu schlecht ist und wir mehr Stabilität brauchen, lieber noch einmal ein breiteres Implantat inserieren wollen, dass wir diese Option live haben. Dieses Management ist unheimlich wichtig, sodass man dann einfach die Implantation auch erfolgreich zu Ende führen kann und nicht den Eingriff, unverbrachter Dinge einfach wieder schließen muss. Spezieller ist es noch bei den Sofortimplantationen. Hier ist eine Grundvoraussetzung auch technisch gesehen, dass die Praxis ein 3D, also ein digitales Volumentomographen in der Praxis hat, um vorher ein 3D-Bild zu machen und dies auszuwerten, genau zu wissen, wie die Wurzellänge ist, der Durchmesser, um vorab die dann relevanten drei Implantate da zu haben, die man auch plant einsetzen zu können, weil wir hier noch mehr und noch präziser wirklich planen müssen, um die Primärstabilität bei den Implantieren zu erreichen. Ja, die Kompetenz des Behandlerteams ist eine Grundvoraussetzung. Man sollte jetzt hier nicht anfangen, nach Zertifikaten zu zählen oder sowas, denke ich. Natürlich macht sich's bemerkbar oder auch die Erfahrung, je mehr Implantate gesetzt werden, desto erfahrener ist ein Chirurg. Interessant aus meiner Sicht ist auch, dass eben der zahnärztliche Aspekt, also wann ist ein Implantat ein Erfolg? Sicher, es soll in den Kieferknochen einheilen. Noch wichtiger allerdings ist, dass wirklich eine schöne Krone drauf passt. Und hier dieses Zusammenspiel zwischen Chirurg und Zahnarzt, der auch dann die Krone gestalten lässt und die zahnärztlichen Maßnahmen durchführt und die Behandlung praktisch zum Abschluss bringt, dieses ist eigentlich der Abschluss. Es geht am Ende ja weniger um das Implantat, sondern mehr um die Krone, die den Erfolg bringt. Natürlich eine Grundvoraussetzung, dass das Implantat da ist. Und dieses Zusammenspiel im Ganzen macht es dann eben aus. Und hier sind schon auch Erfahrungen seitens der Zahnärzte sehr wichtig, dass man die Kompetenz hat, die genaue Vordiagnostik hier so zu machen. Notfallmanagement spielt eine wichtige Rolle, sagen wir es mal so. Es kommt sehr selten vor, dass Patienten irgendwo jetzt während der OP hier mal eine kleine Schwäche zeigen. Gleichwohl, wir sollten immer darauf vorbereitet sein und sind es auch und besuchen dafür auch regelmäßig Kurse, damit sich jeder Patient hier sicher fühlen kann. Conditio sine qua non, wie der Lateiner sagt, also auf jeden Fall eine wichtige Geschichte. Ja, technische Voraussetzungen hatte ich schon gesagt. Also es gibt Techniken in der Implantologie, die schon zum Einsatz kommen und nicht in jeder Praxis vorhanden sind. Da gehört vielleicht so ein Piezo-Surgery dazu, um einfach Knochen zu schneiden, auch in Situationen, wo man zum Beispiel Nerven erarbeitet, wo man im Bereich des Sinuslifts sehr vorsichtig zu arbeiten hat. All diese Komponenten zusammengemixt machen es dann eben aus. Besonders allerdings macht es aus, dass man eine sehr genaue Vordiagnostik hat und eine gute Planung vor der OP. Das führt am Ende zum Erfolg. Ja, dann sind wir eigentlich schon am Ende mit diesem kleinen Video zu den Voraussetzungen für Implantaten. Fällt dir noch was anderes ein? Dann schreib uns gerne einen Kommentar. Hast du Fragen noch zu irgendwelchen anderen Anliegen rund um dieses Thema? Dann stell diese Fragen gerne hier unterhalb dieses Videos. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen zu einer neuen Folge von Der Zahnfilm. Wenn dir der Film gefallen hat, gib uns gerne ein Like, abonniere diesen Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Also, viele Grüße, bleib gesund, dein Dr. Christian Schubert.